Eine Flechtfrisur. Warum auch nicht, ne? Kann man immer machen. Heute Morgen habe ich mir eine Flechtfrisur gemacht und zufälligerweise ist die richtig geil geworden. Da habe ich gedacht, scheiße, ich hätte mal ein Tutorial machen sollen, weil so gut wurde es noch nie. Weil da muss man immer Glück haben. Also wenn man es kann, nicht, aber bei mir ist es immer so eine Glückssache. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Und zwar brauchen wir dafür diese Sachen hier, die ich ja mal auf diesem Tisch verteilt habe, neben meinen wunderbaren Blümchen und einer brennenden Kerze, weil ich bin jetzt ein YouTuber. Einmal habe ich hier Argan Oil, das habe ich euch im Haul gezeigt. Ihr könnt ja auch irgendein Öl nehmen, wenn ihr irgendwas in die Haare machen wollt. Dann so ein Donut hier, den gibt es überall in jedem Drogeriemarkt. Eine Sprühflasche, wo ihr Wasser reinmacht, die gibt es auch in jedem Drogeriemarkt oder Gartenladen. Dann random. Hier einen grobzackigen Kamm und einen kleinen Kamm und natürlich Bobbypins und ein Zopfgummi. Als allererstes mache ich jetzt hier meinen alten Zopf auf. Das wollte ich natürlich eigentlich nicht mit ins Video machen, weil ich wollte ja so tun, als wenn ich das jetzt neu mache. Kerze muss aus, weil ich habe dann gemerkt, die brennt nachher bestimmt die Haare an. Als erstes befeuchte ich meine Haare mit dem Wasser aus der Sprühflasche, damit ich sie danach durchkämmen kann, weil man sollte die Haare nicht kämmen, wenn sie trocken sind. Das sagt mir immer jeder in den Kommentaren und ich höre es überall, ich weiß nicht warum. Ich mache es jetzt einfach. Ich verstehe es nicht. Ich mache es einfach. Wahrscheinlich, also sie lassen sich halt besser kämmen, aber ich glaube, sie sind trotzdem dadurch strapaziert. Also ich habe das nicht genau raus, aber man soll es wohl so machen, deshalb mache ich das so. Hups. Ja, die Kamera ist nicht voll gespritzt, glücklicherweise. Kann auch sein, dass ich da einen Schuss Öl drin habe in der Flasche. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was da drin ist. Jetzt kämme ich die Haare durch mit meinem grobzackigen Kamm. Tut ein bisschen weh, den habe ich gerade gekauft in dem Haul. Ich verlinke euch den Haul in die Infobox. Falls ihr wissen wollt, woher und was sie gekostet haben, könnt ihr das dann da gucken. Damit kämme ich jetzt meine Haare durch. Ich könnte jetzt auch vielleicht meinen Tangle-Teaser nehmen oder meine Denman-Brush. Aber ich glaube, dieser grobzackige Kamm ist am besten und am besten für mein Haar. Immer aufpassen, dass ich nicht immer im Piercing hängen bleibe. Das passiert mir auch ganz gern. Dann gucke ich auch so. So, jetzt mache ich da ein bisschen von diesem Smoothing-Serum rein, weil ich finde es total angenehm. Das riecht ganz toll und ich habe das Gefühl, dass das irgendwas für meine Haare tut. Ich weiß nicht was, aber ich habe gelernt, seit klein auf an, schmier dir immer was ins Haar. Von daher schmiere ich mir das jetzt in die Haare, weil Wasser ist ja auch nicht alles. So, jetzt schmiere ich das auch am besten immer nicht nur oben, sondern auch rein und in die Spitzen. Genieße es. Am besten nicht so gucken wie ich, das ist nicht so attraktiv. Ja, die Hände sind immer voller Öl. Jetzt mache ich mit diesem Kamm oder mit den Fingern so einen kleinen Scheitel, wo ich den Zopf haben will, also wo der geflochtene Zopf anfangen bzw. enden soll. Das fand ich jetzt ein bisschen weit in der Mitte, also mache ich noch ein bisschen mehr. So, genau, seht wie nass die Haare sind, aber das ist gut so. Jetzt nehme ich den, ja, hinten auch nochmal, jetzt das habe ich, das habe ich total unsauber gemacht da hinten, das werdet ihr nachher auch sehen, weil ich bin immer zu ungeduldig dafür, das ist schlecht, aber ich habe immer so keinen Bock darauf, das so ordentlich zu machen und denke, das sieht eh keiner und ach, ist auch egal. Denke ich immer. Und im Nachhinein denke ich dann, oh, das hättest du mal ordentlich machen können. Naja, die Haare binde ich zusammen mit einer Klammer oder mit einem Zopfgummi. Da auch, oh, total, naja, egal. Und jetzt nochmal durch. Mein Gott, das ist langweilig, das muss ich jetzt mal kürzen. Ja, okay, guck mal, habe ich doch gemacht. So, und jetzt nehme ich da vorne, Entschuldigung, ein bisschen Haar. Und dann am besten auch ordentlich, ja, genau so. Und jetzt kann ich gar nicht genau erklären, was ich mache. Also ich nehme die ersten paar Haare, nehme drei Strähnchen und mache damit quasi, flechte ich damit jetzt einen Zopf. So, dann nehme ich drei Strähnchen und flechte einen Zopf. Und das ist jetzt immer so, dass ich das auch selber nicht weiß, wie ich das mache, weil es auch jedes Mal dann anders aussieht. Manchmal ist der nach innen, manchmal ist der nach außen, der Zopf. Ich habe es noch nicht raus,
wie es so wird, wie ich es haben möchte. Wie ich es haben möchte. Aber ich mache es jetzt einfach so, dass ich einen Zopf flechte und immer mal dann ein bisschen was von dem Haar nehme, was dann noch da übrig ist quasi. Ich kann es gar nicht so genau erklären, man kann es auch gar nicht so genau sehen. Ich muss aber auch zugeben, dass ich es bei anderen YouTubern früher immer gesehen habe und auch nie kapiert habe, wie die es machen. Ich glaube, man muss da so ein eigenes Feeling für bekommen. Es ist ganz einfach, es geht auch ganz schnell. Einfach flechten und das überschüssige Haar einfach mit reinnehmen. Wenn es schlecht wird, noch mal machen. Wenn es gut wird, so lassen und sich den ganzen Tag drüber freuen. Ich habe es nicht so drauf. Ich habe es jetzt auch ein bisschen schneller gemacht, aber es ging relativ schnell. Ich habe diese Frisur eine Zeit lang echt jeden Tag gemacht, jeden Morgen und manchmal auch abends. Also, manchmal habe ich die auch gemacht, ne? Vor dem Zubettgehen, nach dem Waschen, das geht jetzt am besten. Und dann Tuch drum und am nächsten Tag sah es perfekt aus. Und dann muss man am nächsten Tag halt nichts machen. Kann einfach zur Schule gehen. Das habe ich öfters gemacht. Hier unten, wenn ich jetzt fertig bin mit dem Zopf, dann mache ich den ganz, ganz klein zu Ende und binde gleich so ein kleines Zopfgummi drum. Aber so eins habe ich gerade irgendwie nicht da. Und deshalb mache ich nichts da erstmal drum. Wie es gleich weitergeht, zeige ich euch. Jetzt könnten wir hier die Haare offen lassen, Twists machen, toupieren, dass sie vielleicht ein bisschen höher sind, weil sie ziemlich flach sind. Aber wir machen jetzt einen Zopf, weil ich möchte die Haare zusammen haben. Hier seht ihr, wie unsauber mein Scheitel ist. Jetzt kommt der Donut zum Einsatz. Den binden wir einmal um die Haare, also quasi wie Zopfgummi, so rum, genau. Und jetzt gehen wir mit den Haaren, jetzt verteilen wir die Haare über den Donut, kämmen die Haare jetzt noch ein bisschen ran mit dem Kamm, damit es ein bisschen sauberer aussieht und ordentlicher. So, ein bisschen alles gut verteilen. Das kann man spüren, wo man noch den Donut sieht und wo schon genug Haare drüber sind. Und jetzt einfach die restlichen Haare in den Donut stecken. Einfach so unten rein. Es geht perfekt, das kann man jetzt so lassen. Das hält auch so. Ich habe jetzt aber noch, würde ich jetzt noch ein dünnes Band drum machen, Haarband. Aber ich habe ja gerade keinen zur Hand. Deshalb nehme ich das dicke Haarband einfach zack rum. Und dann sieht es auch so ein bisschen aus, als wäre das euer Zopf. Diesen geflochtenen Zopf pinne ich jetzt einfach mit so einer Bobbypin fest. Oder mit zweien. Das hält super, das hält den ganzen Tag. Das habe ich so gemacht und das ist funktioniert. Und tada! Ich habe eine Frisur. Ihr seht, dass das Geflochtene nicht so toll aussieht wie heute Morgen. Aber ich habe heute Morgen nichts anderes gemacht als das. Also wahrscheinlich schon, ich weiß noch nicht was. Bei mir ist es, wie gesagt, Glückssache, so wie mit dem Eyeliner oder mit den Augenbrauen. Genau. Es sieht irgendwie beknackt aus, aber ihr wollt wissen, wie ich das so mache. Und ich mache das nun mal immer so. Und es ist halt, wie gesagt, eine Glückssache. Ist auch mal links und rechts, das finde ich immer so blöd. Naja. Zeigt mir euren Look mit dem Hashtag Famie bei Twitter, Instagram und Co. Mich würde es interessieren, wie es bei euch aussieht. Ihr habt es wahrscheinlich mehr drauf als ich. Ansonsten tschüss. Die Musik ist Joanna von Ian McGregor. Super Typ. Checkt mal seinen Facebook aus. Mir könnt ihr auch auf Instagram folgen. Ich heiße da Amy LeFerrand. Amy LeFerrand. Twitter, alles. Ciao, bis dann.